Willkommen zurück hier in den Kelchverliesen, liebe Freunde des Bestienbluts. Wir haben ja in der letzten Folge hier, meine ich, den ersten Boss in diesem Ihil Dungeon erledigt, den Thumayanischen Abkömmling. Und jetzt geht's hier nochmal in einen weiteren optionalen Bereich, bevor wir dann den zweiten Boss hier angehen, in der zweiten Ebene. Ich habe mich da jetzt schon mal erkundigt, was denn das für einer ist. Das ist der kopflose Riese. Nee, kopfloser Riese heißt er nicht. Ah! Kopflose, blutrünstige Bestie, was auch immer. Na komm, Ratte. Und ich denke, so den Boss hatten wir schon mal irgendwo, allerdings natürlich nicht hier in der Tiefe 5. Bin ganz schön schnell, die Viecher hier. Aber wir werden dann sehen, wie der Boss hier sich benimmt. So geht's hier weiter. Da geht's rein und die Leiter kann ich hochklettern. Knochenmarksasche. Die kann man ja auch immer ganz gut brauchen. Allerdings habe ich jetzt den Flammensprüher schon lange nicht mehr verwendet. Oh mein Gott. Dann sind wir ja eigentlich schon beim vorletzten Boss hier in den Kelchverliesen. Also zumindest in den Kelchverliesen, die keine Wurzelkelchverliese sind. Droppt gar nichts. Gut. Dann geht es hier wohl erstmal nicht weiter und wir kraxeln jetzt hier mal die Leiter hoch. Frage ich mich jetzt gerade, wie ich da. Du. Ist einer gestorben, hat mir 6000 Blutechos vermacht. Ja, das haben wir mir doch schon gedacht. Überall, wo so Särge rumstehen, in so Gängen. Das ist ja irgendwie sehr verdächtig immer. Muss hier erstmal vorsichtig gucken. Geht's denn da hin? Wo muss ich denn da hin? Ah, keine Ahnung. Links, rechts, geradeaus. Ah! Oh mein Gott. Jetzt einfach nur hier gerade durchlaufen müssen, okay. Oh mal Quecksilberkugeln. Eine Kiste. Ach, ich krieg hier ein Zeichen des starken Jägers, damit ich hier nicht mehr zurücklaufen muss, oder wie? Aber es scheint mir auch so zu sein, dass man hier überhaupt nirgends hinkommt. Also jedenfalls sehe ich hier keine Abzweigungen. Und hier vorne irgendwie auch nichts mehr. Das ist ja komisch. Wie komme ich denn dann da oben?
da mit diesen schwingenden Pendeln, wie komme ich denn dann darauf? Habe ich jetzt hier noch was übersehen? Hier bin ich doch reingekommen, oder? Ja. Hier geht's rein. Hier, keine Ahnung, vielleicht, ich gucke jetzt hier noch mal rein, vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen. Aber vielleicht war das dann auch schon in den letzten optionalen Gebieten hier. Da konnte man ja irgendwie mit so einem Lift rauf und runter fahren. Vielleicht ist man da irgendwie schon da oben lang gekommen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Nö, ansonsten sehe ich jetzt hier nichts, wo man da irgendwie hinkommt. Oder habe ich hier beim... Bin hier schon wieder hier. Ah, verlaufen. Verlaufen, verlaufen. Aber... Nö. Keine Ahnung. Egal. Das ist ja eh nur ein optionales Gebiet. Nee, ich gehe zuerst zurück und investiere hier meine Blutechos noch. Achso. Jetzt war ich gerade ein bisschen verwirrt. Wie ihr gesehen habt, habe ich ja auch meine Einsicht etwas reduziert. Da habe ich zwischendrin mal ein bisschen eingekauft. Ich hatte ja schon 99 Einsicht. Da habe ich mir noch einen Blutbrocken gekauft und blaue Elixiere. Ups. Vitalität nehmen wir da einfach. Ich habe übrigens jetzt irgendwie gelesen, dass durch das Geschick auch der Schaden von normalen Pistolen Schüssen erhöht wird. So. Aber ich schieße ja relativ selten. Ich bin ja da irgendwie nicht so der King, wenn es um Eingeweide an Eingriffe geht. Weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt 24. Ich glaube, bei diesem nächsten Boss. Ach, ich habe gar keine anderen formlosen Oedon. Ich habe nur den. Okay, gut. Dann muss es auch damit gehen. Das tun wir raus. Den tun wir rein. So, und dann gehen wir mal hin und gucken mal. Wie sich der Boss so anstellt. Ich glaube, der ist ziemlich heftig. Aber ich bin ja in letzter Zeit ziemlich oft bei den Bossen gestorben. Von daher
ist das ja auch keine Schande, wenn man hier mal stirbt in einem Tiefe 5 Labyrinth. Ich weiß ja nicht, ob ihr mein Let's Play hier von meinem NG Plus anschaut. Da bin ich ja auch ein paar Mal selber gestorben, weil ich irgendwo runtergefallen bin. Das ist natürlich mega peinlich. So. Dann schauen wir mal. Oh Gott. Oh, geht ja schon gut los. Ja, oh, ja. Ah. Nein. Ich hoffe, das geht so weit, das Teil hier. Shit, shit, shit. Wieso komme ich da nicht so schnell vorbei? Ah, ich bin doch gerollt, du Depp. Oh. Okay. Gut, das war's jetzt wohl nicht. Adalas Bestia ist das Viech. Nicht kopfloser Riese oder sonst was. Adalas Bestia, mein Gott. Weiß auch gar nicht, ob der Ruf ins Jenseits so geschickt ist. Ich werde es mal mit den Henkerhandschuhen probieren. Ich habe halt gedacht, dass ich da mehr Schaden mache, aber. Dem ist offensichtlich nicht so. Ah, da treffe ich ihn gar nicht. Der geht nicht so weit. Ich weiß schon, dass. Ei! Ja, das geht ja auch wieder super los hier. Sieht er mich jetzt hier nicht? Dann werde ich das mal hier für meinen Vorteil nutzen.
Gott. Oh nein, 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 nein. Komm, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. So, jetzt habe ich natürlich. Komme ich da hin? Mal gucken, ob ich hier das so treffe. Oh. Nein, 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 nein. Lass mich hier vorbei. Lass mich vorbei. Oh Gott, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Gehen die so weit hier? Nee, gehen nicht so weit. Ah, jetzt muss ich erstmal warten, bis mein Gift hier weg ist. Nein, 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 nein. Geh weg. Oh Gott, geh weg. Geh weg, 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 weg. Lass mich alleine. Lass mich zufrieden. So, jetzt aber. Boah. Puh. Das ist ja schön blöd, dass das Viech so weit weg ist, wenn es einen nicht sieht. Dass man da gar nicht mehr hinkommt mit meinen Henkershandschuhen, sondern nur mit dem Ruf ins Jenseits. Und das braucht natürlich richtig viel Quecksilberkugeln. So. Ach so, ich bin jetzt ein bisschen mager ausgestattet hier. Ich glaube, ich muss hier erstmal in den Traum des Jägers zurück. Bevor ich hier weitermache. Der letzte Boss ist ja dann hier schon Janam. Die Tumerianische Königin, nach der ja auch unser schönes Städtchen benannt ist. Ja, eigentlich brauche ich hier gar nichts tun. Ich werde mal meine Axt reparieren, aber ansonsten kann ich hier nicht viel machen. Hier war ich. Dann gehen wir mal wieder zurück und gucken,
in diesem ersten Gebiet da, was es da so gibt. Ich habe so den Eindruck, dass man so tolle zusätzliche Waffen oder so gar nicht so in diesen normalen Verliesen findet, sondern eher in den Wurzelkelchverliesen. Oder? Obwohl ja diese unheiligen Waffen hier so irgendwie ich das Gefühl habe, die bringen es auch nicht so. Also man kann zwar da andere Edelsteine einsetzen, aber auch hier haben wir ja nochmal Bartboten. Vielleicht kann ich von euch was kaufen. Genau. Teure Sachen. Genau, diese unheimlichen Waffen, die es hier gibt, kann man ja auch manchmal finden. Unheimliches Mondlichtschwert, Bogenklingen. Ich glaube, die Wirbelsäge, die skaliert eigentlich auch ganz gut mit Arkan. Obwohl, die skalieren alle so ein bisschen mit Arkan. Ah, der Parasit natürlich am meisten, aber das ist natürlich irgendwie eine bescheuerte Waffe. Finsterer Tomero, den nehmen wir mal mit. Keine Ahnung, wofür es gut ist. Gut, aber sonst kaufe ich hier nichts. Sonst kaufe ich hier nichts. So. Mein ganzes Kaltblut könnte ich natürlich hier auch mal. Dich habe ich schon gesehen hier. Könnte ich eigentlich auch mal einlösen. So, und die erstmal kaputt machen. Bei meinem Gedächtnis habe ich das ja sofort wieder vergessen. Ich weiß ja nicht, wie es euch da geht, aber. Ich vergesse diese Fallen immer und latsch dann da prompt drüber. Gibt es hier nichts? Offensichtlich. Aber ich höre diese. Hört ihr das? Diese komischen Viecher, die die Arkanschleier fallen lassen. Ah, du schießt auf mich. Ja, so weit kommt's noch. Da hinten ist auch einer, der auf mich schießt. Droppst du Kugeln für mich? Ja. Gut, dann gehe ich hier mal gucken. Was bewacht ihr da Schönes, Tolles? Kugeln kann ich immer brauchen. Ach, da ist wieder so ein Rollmops da unten. Wie, der hat's überlebt. Komme ich an den von hier oben aus dran? Weiß ich gar nicht. Das sind wahrscheinlich meine. Das habe ich mir schon gedacht. Gut, probiere es doch nochmal mit dem hier.
Ja. Ach, der kommt jetzt hier hinterher gelaufen. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wo ist er? Also, gibt ja schon bescheuerte Gegner hier. So, und der ist einer der blödesten. Ah! So, wer, der hat jetzt nichts Tolles hier bewacht. Wahrscheinlich nur Ritualblut, oder? Nee, gelbe Wirbelsäule. Darauf habe ich schon immer gewartet. Großartigen Kaltblut. Ah, ich glaube, da kriegt man richtig viel. Habe ich jetzt hier irgendwie noch was vergessen oder alles eingesammelt? Ich glaube, jetzt habe ich alles hier. So. Ich wollte doch nur gucken. Puh. Ich habe aber jetzt gar keine Lust, da runter zu hopsen. Ehrlich gesagt. Ah, und Hunde gibt's auch. Ah, ist doch alles doof hier. Das ist doch alles doof hier. Ah, wir gehen jetzt trotzdem mal runter. Ah, hier gibt's, glaube ich, Arkanschleier. Nein, nein, das war ich. Wollte ich nicht. Sorry, sorry, sorry. Das wollte ich nicht. Ich wollte nur ein Blümchen pflücken. Shit, shit, shit. Gottes Willen. Blutviolen, ja, die kann ich auch brauchen. Was für eine Kacksgegend hier. Ah. Scharf hat uns Blut Edelstein. Jetzt fällt er da runter, oder? Ja. Egal, ich habe das Item noch erwischt. So. Gab es hier noch was zum Einsammeln? Der hat was gedroppt. Silberkugeln. Aber ich glaube, da unten. Das ist mir zu doof. Da wird mir ja eh bloß abgeschossen. So, wo bin ich hier? Es ist dunkel. Ach so, da bin ich da oben reingelaufen. Hier bin ich. Genau. Genau, jetzt bin ich wieder hier, wo ich reingekommen bin. Ich glaube, das reicht für dieses Gebiet hier. Viel mehr brauche ich jetzt hier nicht absammeln.
falschen Ausgang genommen wieder mal. Oh mein Gott. So. Hier muss ich raus, oder? Ich glaube, ja. So. Gut, dann geht's jetzt hier weiter und wir suchen den Hebel. Wir suchen den Hebel. Hier hämmert schon wieder einer. Ach, genau, hier können wir Oleg beschwören. Ich glaube, ich habe ja diesen Boss erst einmal gemacht. Und ich meine, da habe ich damals auch den NPC mitgenommen. Weil ich, wie gesagt, den das erste Mal gemacht habe und habe mir dann gedacht, es ist vielleicht nicht schlecht, jemanden dabei zu haben, weil diese Königin ja. Habe ich hier einen Jäger. Der hat aber gegen mich keine Chance. Sagt mir hier, wo der Hebel ist. Da oben rauf oder? Gut, dass die einigermaßen so empfindlich sind hier. So, ich gehe jetzt nur den Hebel suchen, liebe Leute. Ich könnte ja eigentlich mal versuchen, dieses verfluchte Gebäude da zu verwenden. Habe ja viel zu wenig verwendet. So verdächtig ruhig hier. Aha. Völlig unbeeindruckt. Oben hängt einer an der Decke und der sitzt hier so. Schleiche ich mich einfach mal vorbei.
Was hängt denn da an der Decke? Ist das auch so ein Gargoyle? Ich traue mich nicht näher hin. Ich traue mich nicht näher hin. Okay. Da kämpfe ich mich jetzt nicht nochmal durch, Leute. So viel Loot war jetzt da auch nicht unbedingt. Aber ich werde jetzt in den Traum des Jägers zurückgehen. Hier meine Blutechos noch eintauschen gegen irgendein Level ab. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder hier, wo wir es mit dem letzten Boss aus den normalen, sage ich mal in Anführungszeichen, Kelchverliesen aufnehmen. Und ja, das wird dann wahrscheinlich schon die letzte Folge dieses Let's Plays werden, aber wir werden es dann sehen. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao!